Schönen guten Abend. Schön sind Sie da. Schön sind auch Sie da, Frau. Ich muss es zusammensetzen. Kathi Wernli. Sie haben uns ja den wunderbaren Brief aus Buchsee geschrieben. Machen Sie so Sachen nicht mehr. Machen Sie das nicht. Wie wollen wir solche Briefe bekommen, die so grusig geschrieben sind? Mit solchen Schreibfehlern und so einem Schrott drin. Dann rühren wir den gerade weg. Das war jetzt eine Ausnahme, gewesen, dass ich ihn noch gezeigt habe, Frau Wernli. Normalerweise zeige ich das gar nicht. Leute, die so einen Seich zusammen schreiben. Frau Wernli, ehrlich, das war ja wirklich eine Ausnahme. Gewesen. Können Sie sich in die Ohren schreiben? Kennen Sie den Roy Lembo? Roy Lembo ist nicht ein Filmschauspieler. Ich möchte Ihnen zeigen, kann es leider nicht, ein technischer Defekt. Ja, also das ist jetzt der Roy Lembo in Schwarz-Weiß. Sehen Sie, also das ist ein Suchbild. Wir können jetzt Farbe machen, und jetzt ist vollfarbig da. Sehen Sie, bei ihm ist jetzt ganz typisch, dass er über eine gewisse Coolness verfügt. Und wenn man anhört, was der junge, aufstrebende Fernsehschaffende so sagt, während er schafft, dann ist es interessant. Er sagt zum Beispiel Folgendes. Mal schauen, hier. Zurück da, die 10. So. Müssen Sie gut aufpassen, was Sie sagen. Grüezi wohl. Küss nach dem Regen, da haben Sie wahrscheinlich die beste Aussicht von Ihrer Wohnung aus oder vom Haus. Jawohl, Sie sagen es ja, das ist so. Was sehen Sie von dort aus? Wir sehen die Rigi, die haben wir ziemlich vor der Nase. Und jetzt wird es spannend. Die Rigi, die haben wir ziemlich vor der Nase. Was sagt das in einem Moderator? Es fängt an Hirn und dann geht es weiter. Den See sehen wir leider nicht. Nicht? Aber die Berge längen uns völlig. Ja. Und jetzt ist das ja schon ein quasi für TAF. TAF, wenn Sie sich vorstellen, ist schon Mittag. Das ist eine Sendung, wo die Ansprüche relativ niedrig sind. Da ist natürlich schon so ein kleines Witzli, ist schon grossartig. Und darum... Ich glaube gern. Fangt er auch gerade an lachen? Hä? Fangt gerade an lachen? Er macht das kleine Witzli, tun Sie es nochmal genau hören und lachen dann. Ich meine, wir müssen da ganz ordinäre Witze machen in unserer Sendung, damit jemand lacht. Nein, er macht das elegant. Nicht. Nicht? Aber Berge längen uns völlig. Ja, das glaube ich gern. Es ist aber... Nein, ich meine, wenn man es jetzt genau, ein bisschen genauer anschaut. Berge längen uns völlig. Das finde ich noch gut. Nein, Roy Lemp... Das ist schon herzig. Mir gefällt dem Mann. Ja, weil er eben jung ist. Sie steht darauf jung. Ich zeige Ihnen noch eine andere Sequenz, damit Sie nicht meinen, das sei jetzt eine Ausnahme von ihm. Schauen Sie da. Ist natürlich. Jawohl. Wer hilft Ihnen in der guten Stube? Meine Frau. Aha, also ein Zweierteam. Wir sind ein Zweierteam, ja. Gut. Wir sind ein Zweierteam. Das ist Humor. Das ist Humor. Ich möchte nicht, dass Sie das jetzt die einen falsch verstehen. Nochmal ganz schnell. Also ein Zweierteam. Wir sind ein Zweierteam, ja. Gut. Herr Jäger, schauen wir mal an, was es heute... Das ist Humor. Tun Sie sich das bitte merken. Benjamin Küchler. Ja. Ja. Salut. Salut. Ja, ich will etwas fragen, gell? Ja. Du hast sicher gestern Abend den Dienstagsclub geschaut, oder? Dienstagsclub, das ist die Sendung, wo uns der Herr Heiniger immer seine Fingernägel zeigt. Richtig. Ja. Er will ja immer zeigen, dass er sie geputzt hat. Genau. Jetzt habe ich eine Frage. Gestern war der Massimo Rocchi da, gell? Ja. Und der hat am Schluss doch irgendeinen Nonsens verzapft. Irgendetwas über die chemische Reinigung. Hast du das gehört? Müsste ich jetzt übertreiben, wenn ich jetzt sage, ich hätte es gehört. Aber ist es wichtig, dass ich es gehört habe? Ja, yeah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich auch noch eine Frage. Du hast es ja nicht gesehen, oder? Ja. Aber hey, verlassen Sie mir mal eine Reise auf Kreta. Doch, wir machen einen kleinen Wettbewerb mit dir. Herr Paul, der Wettbewerb. Assistent kommt. Wir machen ein kleines Rätsel. Komm. Entschuldigung. Sie stehen der Fänger um mit Frau Weber. Ja. Nein, ehrlich. Es hat alles Grenzen. Ja. Als Start dürfen Sie nicht im Weg stehen. Ja. Da sitzt. Herr Paul, muss ich noch eine Stepptanznummer machen, bis es losgeht? Also, das Bilderrätsel. Bist du parat? Yep. Gut. Achtung, warte. Sitz. So, wir suchen eine bekannte Schweizer Fernsehpersönlichkeit. So, warte. Welche Fernsehpersönlichkeit suchen wir? Sepp Rütsch. Bravo. Hast du die Sendung schon mal gesehen? Nein, nicht, dass ich wüsste, oder? Also, du fliegst mit der Helvetik-Tour nach Kreta. Auf eigenes Risiko. Kreta, ein Kultplatz, du weißt das. Gib mir uns deine Adresse. Rue Marcello 3. Musst du nicht Poesie machen, sag einfach, wo du wohnst. Eben.
Rue Marcello 3, 1700 Fribourg. Verstehst du das? Und wie heisst du? Küchler Benjamin. Koffer packen, Küchler. Ciao. Ciao. So, oh ja, Frau Steiner, Jesus Gott, ich hätte sie vergessen. Frau Steiner, schön sind Sie wieder mal da. Wir haben Sie ja schon mal bei uns gehabt. Ja. Sie werden, ich habe es im Moment, Sie werden uns etwas ganz Wunderbares vorsingen wieder mal. Ja. Und Sie haben noch ein Attentat auf uns vor nachher, nämlich. Ja. Sie werden nachher, wenn Sie gesungen haben, Ihre Verwandtschaft und Bekanntschaft begrüßen. Also, dass Sie daheim bis zum Schluss vom Lied schauen, weil nachher wird begrüßt. Ich werde versuchen, das Ganze, Sie dürfen dann mit dem Mikrofon, auf der Trompete zu begleiten. Ja. Es ist allerdings nicht mein Instrument. Mein Instrument ist mehr Kesselpauke. Ja. Ich hoffe, das wird Sie nicht stören. Wie wollen wir vorzählen? Vier. Was singen Sie uns? Am Himmel steht der Sternlitz. Am Himmel steht der Sternlitznacht. Zwei, drei, vier. Am Himmel steht der Sternlitznacht, am großen Sternenmeer. Und wenn ich sehe, spät in der Nacht, so wär ich gern bei dir. Du, Lio, Lido, Lio, denkst du noch an mich? Du, Lio, Lido, Lio, wo magst du auch sein? Ich denk an dich, mein Schatz, und blange, blange, bis Zeit ist endlich umgegangen. Gegangen. Ich frag nach dir die tausend Sternli. Sternli. Ob du mich nicht vergessen tust. Am Himmel steht das Sternlitznacht, am grossen Sternenmeer. Und wenn ich sehe, spürt ich. Bravo! Das ist super! Danke vielmals! Darf ich Ihnen das sagen? Das ist A Cappella. Jetzt können wir vielleicht noch schnell grüßen. Merci vielmals. Danke, Baumann. Wie lange gehen wir? Gehen grüßen? Minuten knapp. Ja, nein. Also, ich stoppe. Wir werden mal schauen, ob sie es auf eine Minute bringen. Ja. Achtung, fertig, los. Ich möchte meine Geschwister begrüßen. Dirma so. Und Patrick Dallis. Dietrich. Und meine Tochter, die mir heute Haar gemacht hat. Schweizer Nationalmannschaft ist er. Überall hat es geheißen, die Haar sägen das so schön gemacht. Patrick. Hallo. Und ja. Dann möchte bin ich drauf? Ja. Also ich bin nicht Patrick Dietrich, sondern Patrick Wüthrich von Bern. Und los jetzt, du hast doch noch einen Wettbewerb gehabt, wo wir uns den Scheiben verschlagen. Ja. Ist das immer noch aktuell? Das wär's. Danke vielmals. Ja, wir müssen in den Gruppen ausdiskutieren. Wie? Müsstest du ein bisschen ins Detail gehen? Weißt du, hast doch mal gesagt, wenn dein eigenes Fenster kaputt macht, jawohl, gäbe es Flug. Okay, mit der Helvetik du noch Kreta, mit anderen Worten, du hast ein Fenster gekauft, das du jetzt kannst schliessen. Aber für zwei Personen ist das gut? Können wir machen. Ich will können jetzt wir machen, hä? Ja. Also, jetzt musst du gut los, jetzt mache ich mein Fenster kaputt. Warte jetzt rasch. Los, bist du bereit? Ich muss erst noch die Kassette wechseln, mach sie auch nicht zu früh. Hey. Ja, mach. Also, wir fangen jetzt an, hä? Warte, ich zähle auf drei. Achtung, fertig, los. Gut. Achtung, fertig, los. Achtung, fertig, los. Hallo? Ja. Regie, ist das ein Fenster gewesen? Ja, das ist unser Fenster gewesen, ja. Das ist Fenster gewesen, okay. Flug nach Kreta. Wie heisst du? Patrick Wüthrich. Patrick Wüthrich. Metzenerweg 12. Ja. In 3013 Bern. Gut. Also, da hat die Frau einen Brief geschrieben an Frau Amgarten, Risiko. Und sie sagt, sie sei 78. Also nicht Frau Amgarten. Sie sieht nur so aus. Was musst du immer giggeln hinter deiner Kamerabüchse? Nein, also die Frau, die 78 ist, die sagt, Frau Amgarten trägt immer so geschmacklose Nachthemper. Und in der Sendung vom 31.05. hat sie eben so eins angehabt. Haben Sie im Abfallsack Ihrer Großmutter gewühlt? Wir können Ihnen das Hemd zeigen, das Nachthemd.
Und jetzt muss ich Ihnen sagen, wenn man es genau anschaut, sieht man es da. Passen Sie genau auf diese Partie auf. Es ist selbstverständlich kein Nachthemd, sondern, sehen Sie es, was es ist? Sehen Sie es selber zuhause? Es ist ganz klar die alte, ausgelierte Bettdecke, die jetzt auch nicht draußen sind, weil sie langsam angefangen haben. Stinken. So, ich möchte Ihnen etwas ganz anderes zeigen. Wir bleiben hier bei den Prominenten und kommen zu unseren Kollegen vom Bundesrat. Sie wissen das vielleicht, die haben eine neue Autogrammkarte und die sieht so aus, die Karte. Das ist also Bundesrat, plus, minus. Da ist noch der Vater von der Ruth Metzler. Der hat gesagt, meine Tochter ist zu jung, ich will mit aufs Bild. Das verstehe ich auch in dieser Männer- und Halbmännergesellschaft. So, jetzt, wenn man das Bild ein bisschen genauer anschaut, dann fällt einem gerade etwas auf. Wir haben es hier mit dem typischen, magistralen, bundesrätlichen Normgrinsen zu tun. Schauen Sie mal, alle lächeln genau gleich. Die grinsen alle gleich, sogar der Ochi grinsen gleich. Alle zusammen grinsen gleich. Und man fragt sich, warum. Es war ja ein japanischer Fotograf, der die Fotos gemacht hat. Man könnte jetzt sagen, ja. Vielleicht hat er gesagt, sagen Cheese oder so. Nein, der Ogi hat sofort interveniert und gesagt, wir sagen Sion. Sion. Und darum schauen alle so, sehen Sie, ob Duschbein, Metzler, Bleifuss oder der Vater von der Frau Metzler, alle schauen das typische bundesrätliche Grinsen. Übrigens, der Vater von der Frau Metzler hat eine völlig veraltete Krawatte an, aber das nur am Rande. Aber die kann ich dann beim nächsten Foto wechseln. So, und jetzt haben wir hier eine Krisensituation. Das ist die. Was fällt uns auf? Kollege Leuenberger schaut, leicht hässiger hat, also nicht das Sion-Grinsen drauf. Das ist nicht, weil er nicht für Sion wäre. Das wollen wir nicht behaupten, sondern schauen Sie sich genau die Situation an. Da die Kanten der Abdimension anschauen. Es ist natürlich tatsächlich so, dass sich der Herr Ogi da zwischen die beiden hineingedrängelt hat, oder? Sie sehen, da ist die Frau Dreifuss vor dem Ogi und der Ogi steht wieder vor dem Leuenberger. Wenn man sich die Totalen anschaut, dann sieht man, dass das die Einzigen sind, die da Friktionen haben. Der Herr Villiger steht da schön brav, alle stehen brav. Aber nein, der Herr Ogi hat sich da buchstäblich reingemostet und tut seine Schultern führen würgen, um den Herrn Leuenberger quasi rauszumachen. Ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist ja logisch, dass man dann nichts mehr zu lachen hat auf so einer Bundesratsparty. Ja, aber er kennt schwarz, vielleicht ist er traurig. Er ist traurig, weil alle so gemein sind. Und wir haben wahrscheinlich noch einen Leuenberger-Witz gemacht, hinter seinem Rücken. Herr Riesler. Herr Riesler. Ja, hallo. Wenn ich nur gefragt habe, was die Frau hat, die gesungen hat. Hat die gesungen? Wollt sie auch singen? Ja, singen aber ich singe jetzt nicht. Also, ich gebe einen Kollegen. Ja, hallo. Ja. Also ich finde das eigentlich eine rechte Frechheit, dass man so jemanden kann singen lassen kann. Und ja, wie kann man nur? Ja, singen ist Juri. Nicht... singen ist nicht einfach. Singen dir doch mal etwas. Anstatt die Heide immer nur rumzuhocken und rumzublasen und so. Ja, so blasen tun wir nicht. Nicht einmal das machen? Was machen wir denn? Fantasielose, das sind immer die jungen Fantasielose. So, jetzt kommen wir zu einem ersten grossen Höhepunkt. Bitte schauen Sie sich das in aller Ruhe. Oh nein, wir könnten einen Stargast. Haben wir Zeit für einen Stargast, ich glaube. Das wäre der Beat Wicki. Einen warmen Applaus für den Beat Wicki. Wo ist er? Das ist jetzt ganz eine schwierige Show, die wir hier machen. Herr Wicki. Herr Baumann. Grüezi wohl. Freut mich. Von Beruf? Ich bin Sek-Lehrer, jawohl, schon seit 10 Jahren. Seit der Primarschule praktisch. Ja, Sek-Lehrer. Fast. Ja, das läuft. Die Lehrer haben nie ausgelernt. Hören Sie, Sie machen ja jetzt etwas, das sehr, sehr speziell ist. Können Sie es vielleicht selber erklären? Mache ich gerne, Herr Baumann. Also es ist ja so, meine Schüler die kritzeln da öfters mal an der Wandtafel. Ich sitze mit dem Rücken zu der Wandtafel und höre, sie schreiben etwas. Meistens schreiben sie als Eich, das wissen Sie auch aus ihrer Zeit. Und ich habe mir das angeeignet, dass ich dann herausfinde, was schreiben. Also Sie sind in der Lage, aufgrund des Hören, was andere schreiben, zu sagen, was sie geschrieben haben. Ist das richtig? Korrekt. Korrekt, gut. Wer ist am Telefon? Der Herr Hug, ist das richtig? Herr Hug? Das ist ja, nicht... der Hug ist da, sorry. Gut, wir werden miteinander jetzt das Ding lösen. Ich habe hier eine Zeitung vor mir liegen. Ja. Und Herr Hug, sagen Sie mir eine Seitenzahl von dem Heft. 43. 43. 43.
Ja, das ist. Darf ich da rasch intervenieren? Es ist eine Reklameseite. Können wir eine andere Seite nehmen? Ja, machen Sie 52. 52. Hat es nicht. Doch, hat es. Ja, das ist gut. Okay, jetzt sagen Sie, ich fahre da mit... Sorry, warte, ich höre nicht. Ja, hey, sind ihr im Klassenlager? Sind doch nicht so doof. Sind ihr die Schüler vom Wiki? Sorry? Sind ihr die Schüler vom Wiki? Nicht? Scheiße. Eben. Ja, vielleicht. Okay, jetzt machen wir es so. Sie sagen, wenn Stopp ist, und dann halte ich an dieser Linie an. Seite 52 sagt einfach Stopp. Sind Sie noch da? Das ist jetzt aber schwierig. Kann sie leider nicht hören. Nehmen wir einen anderen. Ist ja besser, wenn es nicht Schüler sind. Gott, dort schlafe ich dann nicht ein. Hallo? Hallo? Ja. Also. Ah. Ja, wie ist der Name? Ja, ist Habib. Habib? Ja. Okay. Welche Ziele? Welche Ziele? Ja, nicht runterfahren. Runterfahren? Ja. Stopp. Stopp. Gut. Uiuiui, das ist sehr schwierige Ziele, aber ich versuche sie gleich zu schreiben. Da, he? Sie sehen das vielleicht. Ich schreibe jetzt etwas. Da, den Satzteil schreibe ich auf. Und der Wiki wird versuchen herauszufinden, was ich geschrieben habe. Achtung, sind Sie bereit, Herr Wiki? Ich bin bereit, Herr Baumann. Das ist das erste Wort. Komma. Kui. Der. Schreiben Sie deutlich, Herr Baumann. So. Gwokstar. Mal. Um. Mitternacht. Sehr gut. Herr Habib, heißen Sie so? Ja. Hat das richtig geschrieben? Habe ich es richtig geschrieben? Hat er es richtig gesagt? Ja, ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, ob Sie als Jury richtig sind, aber ich glaube, das ist ein Applaus wert von allen Beteiligten im Studio. Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Baumann, obwohl die Lehrer sind. Sehr vielen Dank und Gruß an die Kollegen. Jawohl, Herr Habib, Sie wollen noch etwas anderes sagen? Ja, ich wollte einen Vorschlag machen. Machen Sie den? Ja, bezüglich der Dieter Night Show da diese. Ja. Und ich wollte vorschlagen, warum nicht Sie mit Ihrem coolen Ventil-Outfit und cool einfach so diese Show übernehmen? Gut, gute Idee. So, ich muss ein bisschen auf die Leute eingehen. Wir kommen zu der Traumhochzeit vom Jahr. Muss man sich vorstellen, die Traumhochzeit ist natürlich nicht irgendwie so ein bisschen Küsschen. Nein, das ist eine Traumhochzeit mit einer Traumbraut. Die hat dann immer gewisse Basisgeilheit, so eine Traumbraut. Und die wird jetzt also da zum Altar geführt. Und wenn man jetzt die Szenen anschaut, dann wird man sich nicht viel denken. Dabei, das ist einfach normal, hat viele Leute, wie bei einer so Traumhochzeit. Wie das da ist. Jetzt, wenn man es aber ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man unter all diesen vielen Leuten, nein, nicht der perfekte ehemalige Gefangene, der Ausbrochene, es geht gar nicht um den. Es geht um folgende Person, die jetzt hier ins Bild kommt. Da, haben Sie es gesehen? Nochmal zurück. Passen Sie genau auf. Tack! Die Person, da! Die Person ist kein geringer als der Hausi Nützenegger. Ich kann Ihnen sagen, Hausi Nützenegger. So reich wie ich bin, könnte ich gar nie werden. Ich habe ein Haus auf den Kanarischen und ein Chauffeur und einen Koch. Das ist also der Bobfahrer, der sich in Filmrollen, nicht nur im Bob gekauft hat, sondern auch in Filmrollen. Und der Hausi Lüttenegger, es ist ihn tatsächlich, ist da. Und jetzt passen Sie auf. Er nickt dem Bräutigam zu, wie wenn Sie sich von den Kanarischen Inseln her, wo der Herr Lüttenegger einen Chauffeur hat und einen Koch auf den Kanarischen Inseln, wie wenn Sie sich von dort her kennen würden. Der Herr Bohrer kennt ihn selbstverständlich nicht. Aber, sehen Sie, schauen Sie. Salut, Borer, wie geht's? Alles Gute zur Hochzeit, mach's gut, gell? Und tschüss. So Sachen fallen uns eben auf, weil wir ein bisschen intensiver Fernsehen schauen als andere. Herr Frank, Sie sind am Apparat. Frank? Ja. Marc ist am Apparat. Also gut, Marc. Sorry, Frank. Du bist so gut im Kritik anbringen. Hast du eine Kritik zu bringen über die neue 10x10-Moderatorin? Die Muckesch oder Hockesch, oder wie heißt es? Hockesch, okay. Ja, irgend so etwas. Armbrust. Armbrust, ja. Ja, Armbrust. Jawohl. Ja, die sagt doch wahnsinnig gut gewesen, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja ein Star. Scheiße, ja. Hast du es anders wahrgenommen?
Also ein bisschen schon vom Äußerlichen her. Vom Äußerlichen her? Ist sie keine Traumbraut des Jahres? Nicht ganz. Los, danke für den wertvollen Beitrag. Ich möchte Ihnen jetzt die Traumbraut vorstellen. Man sieht sie hier. Mit dem Chef von dieser Blaskapelle rumspazieren. Und da sehen Sie, da stimmt ja etwas nicht. Erstens ist Ihr Liebhaber mit im Bild. Passen Sie auf die Persönlichkeit auf, die da mit der kleinen Kamera alles mitverfolgt. Sehen Sie? Gut, schauen Sie, jetzt geht mit der Kamera hoch. Und der tut sie ja nur von hinten filmen. Nur von hinten filmen, weil er kennt sie schon von vorne. Da ist interessant, dass die Braut, die muss ein grausiger Haken sein. Darum hat mir ihr das Netz über den Kopf abgezogen. Damit die Leute auf der Straße, wie haben die Leute nicht, damit die nicht ausrasten. Oder? Die fangen dann an zu sagen, ja, mein Gott, der Haken. Und das ist die Traumfrau. Uns wird sie dann verkauft als Traumfrau. Sie ist also nicht Imkerin. Nein. Es ist auch nicht so, dass er da Motten noch in seiner alten Uniform hat. Nein, es ist rein zum Schutz, nicht von ihr, sondern zum Schutz von den verschiedenen Leuten. Da sehen Sie nur ein kleines Detail. Er hat Händchen an und der Polizist hat auch Händchen an. Also es ist völlig normal, dass man heutzutage, wenn man eine Uniform hat, also weisse Händchen trägt. Das ist ein netter. So, René Probst. Hi Frank, das ist René. Ja. Du, ich finde, also die Schweizer Nazi hat dort oben schon ein bisschen mehr Klasse gehabt, du. Und das ohne Krawatte. Ja, man sieht natürlich, da müssen wir jetzt auch wieder ehrlich sein, relativ wenig Fußballspieler mit Krawatten spielen. Oder? Das ist jetzt nicht wirklich negativ, aber es ist ja so. Ja, von der Krawatte schon, aber von der Klasse, also ja. Sind auch mehr wie ich, oder? Ja, es sind Überlegen gewesen, ja. Überlegen? Auf aller Linie. Ja, ich muss es alleine machen, leider. Ja, und wie wärst denn du im Shooten? Wie wärst denn du im Shooten? Ja, weil ich glaub, Oder wie wärst du im Team? Im Team bin ich ein Star. Im Team. Aber im Shooter ist es wieder nicht so gut, muss ich zugeben. Werner Gubser, wo ist der Werner Gubser? Ein Applaus für den Werner Gubser, weil der Werner Gubser ist ein ehemaliger Fußballspieler, Herr Gubser. Grüezi, Herr Baumann. Man kennt Sie von GC her, Sie sind ja ehemaliger Spieler bei GC gewesen. Und der Herr Gubser wird uns jetzt etwas ganz Tolles vorführen. Er ist nicht mehr bei GC, wie so viele. Er wird uns Golf vorführen. Wie? Ich werde probieren, blind einzuputten. Also, das ist nicht ganz einfach. Der Herr Paul hat eine Spezialbrille da. Und Sie die anlegen. Darf ich meine Sie können Ihre Position einnehmen. Werden wir gerade intim in dem Fall. Ja, Herr Paul, darf ich mal einen Ball haben? Ja. Gut. Haben Sie, Herr Gubser, Ihre Brille an? Herr Gubser, schauen Sie mich an. Passen Sie auf, heben Sie den Böllen. Halt, das hat nicht geklappt. Probieren Sie es nochmal. Das ist also ein Test, ob die Brille wirklich verhebt. Herr Gubser, sind Sie parat? Heben Sie den Böllen. Können Sie? Nützt nicht. Die ist absolut dicht, die Brille. Frau Weber, kommen Sie da hin. Ziehen Sie sich aus. Wir können schauen, was mit der Brille passiert. Es ist schon von Ihnen beschlagen, es passiert nichts. So, also, er wird jetzt versuchen, da im direkten Galopp einzulochen. Und er hat natürlich zwei Finden. Das eine ist er selber, als ehemaliger Fußballspieler. Und das andere ist der Killerhund, der jetzt schon Mass nimmt. Sie sehen im Hintergrund, passen Sie gut auf. Ja, wir sind parat. Ist gut. Es ist eine enorme Spannung. Schauen Sie das an. Wunderbar! Nein, das glaube ich nicht! Ein Applaus ins Studio! So gut! Wenn Sie das Thema schaffen, so könnte ich mir vorstellen, dass wir Sie sehr gut, dann sehr gut. Noch auf Kreta schicken. Müssen Sie den nicht rausnehmen jetzt? Nein, wenn wir schon einen drin haben. Der Hund stört mich mental. Genau gleich. Er haart ein bisschen. Bleiben Sie locker. Sehen Sie jetzt, Sie sehen auch seine Oberschenkel, die natürlich vom Fußballspielen her gestählt sind. Ganz straffe Adduktoren. Und jetzt. Nein, das glaube ich nicht, er kommt sauber, aber er ist zu kurz! Er ist zu kurz! Nehmen den Hund weg. Komm da hin. Du machst den Arm ganz durcheinander. Komm jetzt hin. Hör dich auf einmischen. Und der kommt sauber. Super. Sehen Sie, das jetzt gesehen? Er macht das ganz mit dieser Brille. Ganz absolut. Absolut. Ist ein undurchlässig kurz, ist. Sehen Sie? Das ist nicht ein bisschen kurz, das Stückchen also, das ist, glaube ich, vom Publikum dann gleich noch mal ein tosender Applaus wert. Darf ich Sie vielleicht an dieser Stelle, wenn er weiter da einpattet, auf folgende Kleinigkeit aufmachen von dieser Traumhochzeit?
Sehen Sie, Sie sehen hier die Traumbrut. Sie kommt raus. Und? Hey, kann man mal wieder meine Sendung zeigen? Müssen wir jetzt hier auf den Fußballer rumreiten? So, hallo, hallo, hallo. Schaltet da mal um auf meinen Monitor. Sehen Sie, wir haben hier die Situation, wo ein ganz normaler Bräutigam mit einer Traumbrut, ich meine, es ist eine texanische Traumbrut, und die texanischen Traumbrüte sind alle ein bisschen gescheiter wie andere Traumbrüte. Und es war ein Miss. Das ist sozusagen ein Missgriff, den er da macht. Aber schauen Sie, was jetzt hier als erstes macht. Kaum kommt sie aus der Kirche raus. Kaum hat sie gesagt, yes. Kommt sie raus und macht Folgendes. Sie geht auf den Andi Stutz zu und küsst ihn. Sehen Sie, das ist der berühmte Seidenfabrikant, der die unglaublich duntigen Stoffe macht, die andere Leute mit den Krawatten haben, die sie anlegen müssen. Völlig überrissen für so einen Lump. Ich weiß nicht, was man da muss zahlen. 180 Stutz. Und der mischt sich im Gegensatz zum Herrn Rittenegg, wo es nicht geschafft hat, in die erste Reihe zu kommen, hat es der Andi Stutz geschafft, da in die vorderste Reihe zu kommen. Er ist ja immer bei den Reichen und Prominenten. Und mit seinem Licht, ich würde jetzt sagen, es ist ein bisschen ein Macho-Outfit, das er da hat. Er ist ja ein bisschen Macho, Sie kennen ihn aus unserer Sendung. Geht er vor, drängelt sich vor und knutscht die Brut ab. Sehen Sie? Und sie findet das eben noch gut. Oder haben Sie das gesehen, wie sie die Augen zu macht und verdreht? Stefan Locher. Stefan Locher. Stefan. Ja. Ich muss noch etwas sagen, und zwar zum ersten Rätsel von heute. Und jetzt sind wir ja schon so spendierfreudig und haben zwei Reisen ausgegeben, aber die erste Lösung ist einfach nicht ganz richtig. Ja. Das ja. Wäre doch Ursula Käppi gewesen, findest du nicht? Ursula Käppi? Ja, da müssen wir mal... hallo Jury, können Sie mich hören? Ist das eine gute Antwort? Nein. Ist keine gute Antwort, leider. Ursula Käppi ist zu wenig gut. Wir können ja nicht für jeden... einfach so... Am Schluss kommen die Leute in die Sendung und wollen irgendwie zu Mozart etwas furzen und wollen einen Preis haben dafür. Nein, also, wissen Sie, es hat das auch Grenzen. So, schauen Sie da vielleicht noch schnell die Traumhochzeit an. Die sind sparsam, die Reichen. Sehen Sie, der Teppich geht nur bis hierher. Da lernt man sparen, bei den Reichen lernt man sparen. Da oben normale billige Steinsteige. Aber nachher, wenn man runterkommt zu den Reporter, dann tun sie protzen und die teuren Steigen auffahren, die teuren Teppich auffahren. Dies ist eine kleine Geschichte, die das Leben schreibt. Und wir haben den Rolf von Zug am Telefon. Salut, Frank. Rolf, gib alles. Du, lass mal, ich habe da noch apropos Bundesräte. Hast du vorher da ein super Bild drin gehabt? Habe ich das noch eins gesehen? Ich hätte nämlich etwas ganz Verrecktes gesagt. Weißt du wieso? Mach mich nicht fertig, bis ich das gefunden habe. Also, was für ein Bild? Sagen, der Christoph Glockenfeld getroffen. Das wäre 007. Und das, was du gesagt hast, das sind 7-0. Ist der. Ja, das stimmt. Ja, siehst du. 007. Ist er nicht der mit dieser Brille und der Perücke gewesen? Ja, das ist in den alten Mercedes-Sitz. Das ist nicht der Blocker gewesen. Ist das nicht der Blocher gewesen, der in den alten Mercedes-Sitz mit der Brille und dem selben Gleis mit der. Nein, das ist nicht. Schau jetzt, ich will noch mal schnell auf den Roy Lembo zurückkommen, ganz schnell. Roy Lembo, merken Sie sich den Namen, eine Kultfigur im Schweizer Fernsehen arbeiten. Aber viel interessanter ist der Finger. Das ist jetzt nicht der Finger vom Herrn Lembo, sondern es ist der Finger von dem Beck, der mit seinen dreckigen Fingern die wunderschönen Brötchen zusammengeknetet hat, die nachher die ganze Fernsehgippe hat müssen essen. Alle haben natürlich in der Grossaufnahme gesehen, dass es dreckige Finger sind. Und alle haben sich gewehrt, aber wie man nett ist zum Koch, haben sie das Zeug gleich gegessen und haben prompt Ranzenpfeifen bekommen. Ranzenpfeifen. Ganz ein klarer Fall. Und jetzt haben wir... Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wollen wir weitermachen? Wollen wir einen Star nehmen? Wir hätten hier einen kleinen Star. Jetzt, nachdem wir das letzte Mal die Sendung abgeklemmt haben, muss ich jetzt noch rasch den Finger aufheben, dass wir das nicht machen. Für die Jungen unter uns. Es kommt dann noch ein Überhammer am Schluss. Aber zuerst kommt ein Kleinhammer und das ist der Rodrigo. Rodi. Rodi Pancho. Sali Rodi. Sehr schön, bist du da. Du kannst etwas, was niemand kann. Du kannst. Trompete spielen. Trompete spielen kann praktisch jeder, aber du kannst es. Ohne Mundstück. Das muss man wissen, das ist extrem schwer. Ich habe es ja am Anfang der Sendung probiert, Trompete zu spielen. Mit Mundstück ist es schon sehr schwer, aber du spielst ohne Mundstück. Wie bist du da drauf gekommen? Ja, einfach, weil ich es kann, also gut. Aha, aus Langeweile. Du spielst. Ja, du spielst uns jetzt etwas, was du in der Schule gelernt hast. Ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Bist du bereit?
Achtung, 1, 2, 3, 4. Das ist irrsinnig. Ist ein bisschen, so ein volkstümlicher Art. Da müsst ihr immer so einige Sachen in der Schule spielen? Ja, also in der Schule schon, aber die Heim spiele ich eher ein bisschen also das, was ich möchte und moderne Zeug. Zum Beispiel? Jazz. Jazz. Machst du uns noch etwas Jazziges? Ja. Okay, Achtung, fertig. 1, 2, 3, 4. Das war wunderbar. Vielen Dank, Rodi. Das hast du super gemacht. Zum Abschluss darf ich Ihnen noch ganz kurz etwas zeigen aus dem anderen Musikschaffen, aus dem modernen. Sie haben sicher schon ein Video gesehen von der Fantastischen Vier. Was Ihnen vielleicht nicht aufgefallen ist, ist, unter was für Bedingungen die wunderhübschen Frauen da arbeiten müssen. Die werden ja gequält. Schauen Sie jetzt bitte nicht auf die Unterwäsche, schauen Sie einfach nur aufs Knie. Sehen Sie? Schauen Sie mal, was die arme Frau da hat. Das sind die Methoden, wie in Deutschland geschaffen wird. In Deutschland schafft man so aggressiv mit den Darstellern. Da können Sie sich auch mal eine Scheibe davon abschneiden, eine Kniescheibe. Frau Weber, hä? So, das war es. Das nächste Ventil kommt am 30. Sie dürfen gerne am 30. Juni. Ich hoffe, Sie sind dabei. Wir sind dann von außen. Einen recht schönen Abend. Und ab. Bitte.